Hallo, meine Bimbo. Hallo, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Nicht wundern, warum meine Stimme gerade nicht so gut ist. Das liegt daran, weil ich vor 20 Minuten circa aufgestanden bin und noch nichts getrunken habe. Auf jeden Fall wollte ich so eine kleine Schminkroutine nochmal zeigen, aber die andere war ja in den Ferien, jetzt ist sie in der Schulzeit. Und es hat sich so einiges geändert. Deswegen dachte ich, zeige ich sie euch mal, weil mich manche auch gefragt hatten. Und genau, da würde ich mal sagen, let's go. Also als erstes habe ich hier ein Primer von MAC ist der. Also unbezahlte Werbung. Ich hoffe, man sieht das gut. Den sprühe ich dann einmal so kurz raus. Also man, ja. So, das reicht. Tue ich mal hier hinstellen. Danach lege ich mir erstmal aus meiner einen Tasche, die hier ist. Warte, Gott. Neue Pinsel, also das hier, warte. Die sind neu. Ich habe auch noch mehr, aber die brauche ich mal. Das nehme ich noch. Ich nehme einen Concealer, aber da muss ich vielleicht noch einen anderen finden. Mal schauen. Wimperngel, aber ich nehme auch zur Zeit dieses hier von Revolution. Seht ihr? Okay, gut. Das hier nehme ich. Und dann entweder diesen Lippenstift von Josephine. Genau. Ja. Und oder halt diesen Lipgloss hier von MAC wieder. Genau. Das nehme ich noch. Mal schauen. Manchmal nehme ich auch Eyeliner. Ich habe verschiedene Eyeliner. Also ich habe einmal den Liquid Eyeliner von Rival. Wenn man das gerade so gut sieht. Dann den Liquid Eyeliner von Essence. Ich habe auch noch viele andere, aber die nehme ich zur Schulzeit eher weniger. Habe ich auch noch eine neue Wimperntusche, die ist auch von Essence. So für die. Aber ich benutze zurzeit auch die hier von MAC. Ja, ich habe eine Sache von MAC, nicht wundern. Ja, genau, das war es eigentlich schon. Ich suche mir dann noch aus, ob ich was für den Lipgloss nehme von Essence. Den kennen bestimmt viele von der Shine Shine Edition. Ja, genau. Das sind so die Sachen, die ich dann benutze. Also, ach ja, genau. Und auch Lidschatten. Da habe ich. Ja, die sind schon benutzt, weil die von meinen Eltern sind, aber die benutzen die nicht mehr. Also nicht wundern. Ich glaube. Oh, ich weiß gar nicht. Von Revolution sind die. Das ist oben so eine Schokoladen-Dingens gewesen. Also, es sah wie eine Schokolade aus. Dazu benutze ich dann halt diese Pinsel hier unter anderem. Ich habe auch noch mehr Paletten, aber die benutze ich zurzeit. Auf jeden Fall geht es dann los. Dann mache ich da, dann da so einfach einen Punkt. Da, da, da. So. Also jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt gemerkt, das kommt mir so komisch vor. Man sollte vielleicht nicht einfach so Malpinsel nehmen, vielleicht auch richtige, aber egal. Ich mache das jetzt erstmal immer so hier. Könnte manchmal krabbeln oder so, aber ich habe gemerkt, wenn man davor das mit dem Pinsel macht, dann wird es besser eingearbeitet. Ihr könnt das auch mit dem Finger machen, dann wird es auch gut eingeatmet. Ja, genau. Eingearbeitet. Und danach geht ihr dann mit dem Schwamm drüber. Also ich mache es mit dem Schwingschwamm noch da drüber dann. Also ja, vielleicht machen es viele andere anders, aber... Ich hoffe, ihr könnt mich auch gut verstehen, weil, ja, es ist halt noch okay. Also, ich kann euch ja demnächst mal bei Insta oder so den Unterschied zeigen. Einfach. Ich finde, der ist schon zu sehen. Also, müsst nur aufpassen, dass ihr mit dem Pinsel vielleicht nicht in euer Auge stecht. Ja, das ist dann halt erstmal hier so die Grundierung, sage ich jetzt mal so. Aber ich tue mich trotzdem nicht viel schminken. Also ich tue mich mehr schminken als vor 4 Monaten auf jeden Fall, aber nicht sehr viel mehr. So, also sieht jetzt erstmal so aus. Sieht jetzt erstmal aus, als wäre das hier komplett hell. Aber das ändern wir jetzt noch. Weil, ja, das muss ja auch erst hier richtig reingehen, sage ich es mal so. Dann kommt das weg. Also als nächstes. Gehen wir an die Palette. Oh.
Alles gut. Es ist nur, es ist nicht auf den Boden gefallen. Ich habe jetzt sehr auf was drauf, dass es drauf gefallen. Ich nehme jetzt diesen Pinsel. Komm ich auf einmal, finde ich überhaupt. Weiß ich nicht, sorry. Auf jeden Fall gibt es dann diese Palette hier. Dann nehme ich das hier. Mache ihn da so drauf. Dann, so, seht ihr, stauben. Dann gehe ich erstmal hier komplett drüber, über das Auge. Also hier, damit erstmal das so wie eine Farbe bekommt. Könnte sein, dass ich sehr komisch gerade aussehe, aber egal. So, dann nehme ich Contour, also Contour oder wie das ausgesprochen wird, ja, nicht mal dann, ja. Dann mache ich nicht hier anfangen, sondern hier ziemlich in der Mitte. Ich weiß nicht, seht ihr das so? Ich gucke in den Spiegel, deswegen nicht Moment. Also ich probiere halt momentan noch viel aus, weil ich bin jetzt auch nicht professionelle Make-up-Schminkerin. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ich nehme immer noch dieselbe Farbe. Aber ja. Ich probiere halt gerne mal so ein bisschen aus, selbst wenn es dann komisch danach aussieht. Entweder ich mache es ab, aber das mache ich eigentlich, habe ich bisher jetzt noch nicht unbedingt gemacht. So, als nächstes nehme ich Idolis, oder wie es diese Farbe heißt, da. Die mache ich dann hier ziemlich hinten ran, weil das dann halt so ein Übergang ist. Nicht wundern, das sieht jetzt noch sehr komisch aus. Ja, so, das ändere ich dann noch. So, das habe ich jetzt erstmal so gemacht. Man sieht vielleicht noch nicht den Unterschied, aber ihr... Ich muss ja mal schon zeigen, dass ich das... Okay, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Okay, das sieht nicht aus. Meine Haare sind auch noch nicht gemacht, die mache ich jetzt auch gleich. Ich muss mich auf jeden Fall noch beeilen. Jetzt nehme ich diesen etwas größeren Pinsel, also ihr seht, das ist schon ein Unterschied. Und damit mache ich den einfach. So, jetzt rüber. In dem, also mache ich dann einen besseren Verlauf, dass man das kaum noch sieht, dass das hier mehr Farben sind. Da jetzt mal so. Ich kann das erstmal rein. Genau. Dann, achso, den Concealer brauche ich nochmal. Und zwar mache ich jetzt hier so halt Daumenpunkte und da, weil das halt so etwas raus ist, aber ich möchte das so, dass das halt gerade ist. Und dann, hier, seht ihr, mache ich das so hier, so gerade, dass es dann aussieht wie so ein Eyeliner-Strich, halt nur mit Schatten. Genau. Deswegen nehme ich auch den Schwamm, weil der ja so eine gerade Fläche hat. Muss auch nicht immer genau gerade oder so sein. Einfach nur, genau so. Genau, seht ihr das hier? Ich glaube schon. So, jetzt nehme ich, ach ja, jetzt nehme ich erstmal das Augenbrauengel. Das ist halt schon richtig dreckig jetzt so. Das habe ich jetzt schon sehr lange. Deswegen nehme ich jetzt erstmal das hier. Weil ich muss finden, also ich finde beide richtig gut. Also entweder den halt von Essence oder den hier von MAC. Ich finde beide gut. Das ist übrigens eine Probe von MAC, also nicht wundern. Oh nein, ich habe nicht nur, wir haben nicht nur Proben von MAC oder so da, wenn wir sowas da haben, aber ja. Seht ihr diesen Unterschied einfach? Von dem zu dem. Also ich sehe den auf jeden Fall, ich glaube, ihr seht den auch. Und wie gesagt, das Video ist nur zur Unterhaltung da. Und wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr es ja nicht anschauen. Auch wenn ich das jetzt erst bei der 10. Minute gesagt habe, aber eigentlich... Boah. Und Entschuldigung, falls meine anderen Videos alle erst später hochgeladen sind oder so, das... Ja... Ich habe das Herbstvideo ist jetzt auch schon hochgeladen, wenn ihr dieses Video seht. Dieses Video, weil... Ja, ich weiß nicht, wie ich das schaffen sollte dort. Ich wollte in den Ferien auch mal ein bisschen entspannen und nicht die ganze Zeit nur auf Social Media und so. Versteht ihr so?
Ja, okay, die Seite kann ich jetzt noch nicht ganz so gut, aber ja, egal. Jetzt mache ich mir diesen hier ran. Da habe ich gerade verlost, die letzten Tage. Auch echt nicht viel bei Mac. Und dann. Das reicht schon völlig aus, das ist schon fast zu viel. Ja, genau. Jetzt so, das ist auch eine Probe. Wir haben, wie gesagt, nicht noch oben da. Also, ich habe auch gestern. Ach man, wie doof bin ich denn? Ich wollte einen neuen Lippenstift ausprobieren von MAC, den ich gestern bekommen habe. Ich habe nämlich gestern, ja, bei Instagram habe ich das euch gezeigt. Das ist jetzt voll gut. Ich mache den Lippenstift nochmal ab. Tut mir leid, Lipgloss da. Aber ich mag den unbedingt. Die mal alle ausprobieren. Ich habe gestern die Farbe Rot ausprobiert. So. Ich weiß nicht, ob man das so macht. Bei Gloss einfach mit Make-up-Entferner. Egal, dann hat das jetzt so ein leichtes Schimmern danach. Also hier sind die drinnen, nicht wundern, das eine ist schon draußen. Ich glaube, ich nehme diese Farbe, die sieht irgendwie ziemlich schön aus, finde ich. Wow. Oh. Bei mir ist einfach immer noch der Lipgloss dran, der geht nicht ab. Oha, das ist voll gut. Okay, soll ich den noch ran? Seht ihr diesen Unterschied? Ich finde ihn so schön. Ich finde alle richtig schön. Ich habe noch nicht alle ausprobiert, aber wow. Ich bin sehr überzeugt davon. So. Jetzt waren wir bei der Minute 12, Minute und Minuten und 34 Sekunden. 1, 2, 3, 4. So, ich sollte vielleicht meine Haare kennen, weil ich muss dann gleich los. Ich glaube so in 15 Minuten. Ich treffe mich mit einer Freundin immer eine Ecke weiter. Eine Freundin hier auch in der Nähe. Also, ja. Wir laufen immer zusammen zur Schule. Also hey, falls du das sehen solltest, ich glaube eher nicht. Aber ja, oh Gott, was ist gerade mit meinen Haaren? Ich mache nochmal. Das Ding ist, wir haben heute Sport. Ich muss mir ein Haargummi reinmachen. Oder ich mache es auch erst dort. Könnte ich auch machen. Ja, ich mache das erst dort. Ich habe keine Lust, das jetzt zu machen, weil so. Ich brauche auch meine Haare. Mal schauen. Das Ding ist, meine Haarspange lege ich nicht immer hier hin. Sorry, falls es gerade geraschelt hat. Aber keine Ahnung. So. Kennt ihr das so an manchen Tagen? Denkt ihr euch so, wow, jetzt bin ich aber richtig hübsch oder so? Kennt ihr das so? Und an manchen Tagen denkt ihr so, ja. Also, geht schon. Ich weiß nicht. So, jetzt mache ich noch Wimperntusche, wollte ich ranmachen von MAC. Siehst du? Seht ihr, das habe ich hier ganz vergessen. So, jetzt habe ich einen Trick für euch. Bei Wimperntusche ist das eher gut, dass ihr das hier mal so abschmiert. Da ist ja noch genügend dran. Aber, dass ihr das einfach ein bisschen abschmiert, weil dann kommen diese Dinger nicht ins Auge, weil manchmal krabbelt es doch dann im Auge oder man denkt, man hat was im Auge. Sind diese Wimperntusche, die dann hier ins Auge reinkommt und dann krabbelt es. Dann wisst ihr was, wir haben so am Dienstag, also vor zwei Tagen, heute ist Donnerstag früh, haben wir so eine Bio-Arbeit geschrieben. Und ich fand die einfach voll, also ich fand die richtig einfach. Und dann so war bei der Zusatzaufgabe, dass wir so ein Gesicht zeichnen sollen. Ist was drauf? Und da sollten wir dann die Tränendrüse einzeichnen. So. Und ich habe die einfach hier eingezeichnet. Das ist aber nicht die Tränendrüse, sondern dieses andere Ding da. Das kann ich ja nicht halten. Ja, auf jeden Fall. Oh, es ist richtig doof. Es ist so eine Zusatzaufgabe, aber damit hätte ich mich retten können bei was anderem.
Weil eigentlich fand ich die Arbeit ja richtig leicht, aber weiß auch nicht, was da los war. So, ja. Und wenn ihr die wieder reintun, könnt ihr die davor auch nochmal ein bisschen abtrocknen. Weil da ist ja dann das Fett, sag ich jetzt mal, dran von den Wimpern so. Also das ist so. Und dadurch verklebt es dann irgendwann so schnell und das möchte ich halt nicht dadurch. Ja, und jetzt nicht wundern, jetzt mache ich mir nochmal Wimperngel ran. Das ist dann so wie zur Vor allem nochmal, ich habe das davor gar nicht gemacht. Warte, das mache ich jetzt mit der anderen. Ja. Also wie gesagt, es ist wirklich nicht viel, finde ich, was ich hier mache. Da machen manche mehr in meinem Alter, aber... Ja. Und man sieht das richtig oft, dass ich hier einfach ins Auge damit komme. Oh nein, jetzt habe ich da einen Punkt oben gemacht, bitte. Fällt der noch drauf? Nee, gut. Ja. Einfach hin. Ich habe was vergessen. Vielleicht. Okay. Hier ist auch eine Highlighter-Palette von Rivals, die ich dachte, kommt von Rival. Und dann nehme ich dann mal einfach die glänzenden. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Mach die dann einfach so ein bisschen so drüber. Ja. Mach die auch manchmal über das ganze Gesicht, aber am meisten. Überleg, ob ich mir mein hier noch ein bisschen das so dunkler mache. So rot, ich glaube, ich mache das jetzt mal. Mal schauen, ob da andere Paletten gut sind. Warte. Nee, ich nehme es bei dieser Palette einfach. Hier ist das Rot halt nicht mehr drin. Oh, da ist noch ein bisschen drin. Ich nehme das jetzt einfach. Den Rest, der da noch drin ist, nochmal. Hier so. Rüber, ich hoffe, ich weiß auch, es ist ja nicht. Ja, a little bit too. Selbst jetzt ein bisschen noch, ja. Das vermischen wir jetzt aber gleich noch. Also nicht wundern. Ich habe mir gerade verschmiert, den ich getan habe. Das hier schon reingetan. Das war mein Mädchen jetzt zurück. Hä? 10 Stunden später ungefähr habe ich sie gefunden. So, jetzt so ein bisschen. Oder warte, ich blende das mit diesem hier aus. Ja, der ist eigentlich für so beim Nagelstudio, aber okay, ich finde den eigentlich ganz cool. Nicht nur eigentlich. So. Gewöhnungsbedürftig. Ich bin noch am Üben, wie gesagt. Ich bin hier nicht professionell. Ich kann das nicht so gut, wenn man denkt, oh, okay. Ja, okay. Da ist nur ein Strich geworden, das ist nicht schön. Das muss ich hier noch ein bisschen machen. Kann ja nicht nur ein Strich sein. So. Genau, jetzt kommt das alles wieder hier rein. Und jetzt kommt am Schluss. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Ja. Egal. Oh, das sieht aus, als hätte ich... Gucken wir, wie das aussieht. Wie findet ihr das? Ich finde es nicht schön. Aber... Ich muss da jetzt durch. Ich könnte höchstens noch mal probieren. Hier. So ein bisschen heller zu machen, indem ich mit diesem, was wir am Anfang bei meinem Lid oben hingemacht haben, drüber zu machen, damit es ein bisschen dunkler wird. Halt ganz so dunkel brauche ich es ja nicht. Ich mag es ja nur so. Ach so, ich habe euch noch gar nicht die Halloween-Fotos gezeigt, nur auf Insta. Ich kann jetzt mal hier einblenden. So sah es als zu Halloween übrigens aus. Ja. Könnt ihr mir gerne mal auf Instagram oder auf TikTok oder auf beides folgen, wenn ihr Lust habt. Bei Instagram heiße ich kimbo_wimbo_officer_magen_.
sehr viele Unterstriche. Ich weiß nicht. Bei TikTok heißt ich einfach nur Kimbo.Nimbo.Offer. So, jetzt mal Primer drauf. Scooby. Und jetzt bin ich fertig. Ja. Ja, und jetzt kommt noch das Shoutout of the Day. Und zwar von der lieben Bibi. Sie hat geschrieben: Ich bin Bibi, ich liebe es zu wandern, schwimmen und fotografieren. Ich habe zwei Kaninchen, die ich über alles liebe. Ich bin ein großer Fan von dir, Kimi. Es wäre ein großer Traum, wenn du mich in deinem nächsten YouTube-Video grüßen könntest. Es wäre ein großer Traum. Love you. Beziehungsweise du bist die allerbeste, wollte dich wirklich schon lange fragen, aber für sowas hatte ich noch nicht den Mut. Ja, liebe Grüße gehen raus an dich, Bibi. Sie hat übrigens auch eine Fanpage für mich auf Instagram und ist schon sehr erfolgreich geworden. Danke auf jeden Fall dafür. Ich liebe deine Edits. Und ja, dann liebe Grüße gehen raus an dich. Und ja, genau. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt doch gerne was in die Kommentare. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und die Glocke auch aktivieren würdet. Damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Das ist natürlich alles kostenlos. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.